sehr schön. Ja, irgendwann hört der Hahn wieder über den... Ich wusste nicht, dass die hören. Na, halt schön auf ihn drauf, das wollen die Leute sehen. Hallo und herzlich willkommen in unserer wunderschönen Taverne zur aller 38. Episode von Quest Imperium Arcanum, dem einzigen Dungeons & Dragons Format, was euch weder scammen noch abmelden will. Besucht jetzt quest.de.shop und kauft etwas Schönes für euch ein. Mein Name ist Simon, ich bin euer Dungeon Master und bei mir sind heute wieder diese drei wunderschönen Menschen zum Dungeons & Dragons spielen. Wir spielen wieder mit Kai als Elisa. Greetings. Heute ist sehr warm, also holt euch was Kühles zu trinken. Einem leeren Stuhl als Laila. Natürlich Ben als Arwen von Pondingen. Wieder einmal mit Feuerresistenz und mit ziemlich guter Laune. Denn heute wird Innotius dran glauben. Nicht mein Pferd, sondern der Typ, der wirklich Innotius heißt. Du hast dein Pferd auch aus Versehen Ignotius genannt. Ja. Das war nicht aus Versehen, das war... Und natürlich Luke als Osbert Way. Ich habe gerade Test gewürfelt mit zwei Würfeln gleichzeitig und es war doppelt net one. Das kann ich nicht bestätigen, weil da ein DM-Screen vor mir steht, aber ich glaube ihm heute mal. Ausnahmsweise. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns nochmal auf YouTube abonniert, um dort nicht zu verpassen. Dort haben wir aktuell eine Reihe zum neuen Spielerhandbuch für 2024, wo wir regelmäßig Content veröffentlichen. Und mit wir meine ich eigentlich nur Ben und Kai, weil ich da nichts beigetragen habe. aber ihr könnt uns natürlich auch auf Spotify finden und natürlich auch in unseren Discord kommen, um dort andere Leute zu finden, die ganz diverse Pen and Paper spielen, weil es letztens einmal aufkam, ob wir auch andere Leute da haben wollen, also Leute, die Dungeons & Dragons spielen. Natürlich, ihr dürft auch kommen, wenn ihr was weiß ich, Call of Cthulhu spielt. Echt? Oder Kids on Bikes. Kids on Bikes oder DSA. DSA. Oder The Fifth Edition Star Wars Dungeons & Dragons Port. Ja, ich bin mir sicher, dass das unfassbar viele Leute spielen. Actually, ja, es gibt Subreddits und alles mit tausenden von... Das war auch keine Ironie, Luke. Alles, was du sagst, klingt ironisch. Wir müssen noch Pathfinder erwähnen. Und Pathfinder natürlich. Das, wie manche sagen, nicht meine Meinung unbedingt, bessere D&D sogar. Oh, hast du schon mal gespielt, Kai? Ich habe es noch nicht gespielt, aber ich habe mich schon durchaus über die Parallelen zwischen den beiden Spielsystemen informiert. Woran kann das bloß liegen? Naja, dazu werden wir nächste Woche vielleicht ein Video machen. Wir starten heute wieder... oder nicht? Wir starten heute wieder rein. Oder haben wir gerade noch Announcements für den Scam-Shop? Den Scam-Shop? selbstverständlich. Weihnachtsbäume mit Quest-Design. Mhm. Das fände ich sehr witzig. Wir haben mit Weber natürlich eine Grill-Kooperation. Das ist geil. Mit Eulenbeeren-Steaks könnt ihr euch da, die natürlich vegane Eulenbeeren-Steaks sind, könnt ihr euch gönnen. Vielleicht sollte man sagen, wir haben ja seit letzter Woche unsere eigene Tasche, die auch schon ordentlich eingekauft wurde. Dankeschön dafür. Und 1. September werden wir das größte Projekt ankündigen, was bisher bei uns bei Quest gelaufen ist. Es wird wirklich gelaufen ist oder laufen wird? Laufen seit März in der Vorbereitung ist. Wir können es leider noch nicht sagen. Wir können. Wieso weiß ich davon nichts? Tiefling Sonnencreme. Die legit nicht machen. Ist das Scam, Leute. Schaltet ab. Mal gucken, was dann kommt. Das war's aber. Und dass Simon ein sehr lieber Mensch ist. Ja. Das klang wie Ironie. Na gut. Ich gehe jetzt einfach in die Runde und werde euch alle bestrafen dafür, wie freche wieder seid. Ich habe nichts gesagt. Vor allem Kai, weil er immer nichts sagt. Muss ich auch mal wehren. Wo waren wir letzte Mal stehen geblieben? Ich muss selber überlegen, aber ich glaube, wir haben uns... ich weiß es nicht. Es ist so warm. Pennen gelegt. Ihr habt euch schlafen gelegt nach einem sehr aufregenden Tag, nachdem Arwen von Pondingen nämlich hinterrücks niedergestochen wurde und ihr einen Deal mit Mordrip abgemacht habt, um nachzuschauen, was beim toten Waisen so los ist, der ein riesengroßer Baum, der als Schmuggler versteckt benutzt wurde. Und ihr habt dort festgestellt, dass er von einem korrumpierten, bösen Baumgeist befallen ist und habt den kurzerhand,
ja, zerhackt, entkorrumpiert und vernichtet und seid dann zusammen mit Glynn Sermaid, die auf dem Weg natürlich kennengelernt und auch schätzen gelernt habt, wieder zurück nach Gratewohl gegangen und habt dort den Plan gefasst, Ferion, Arwens Vater, aus den Fängen der Prestigia zu holen, die in dem Glauben, dass Arwen, der vor einigen Wochen gestorben sein soll, jetzt ihre politischen Ränkespiele nicht mehr befeuern kann und stattdessen anscheinend seinen Vater gefangen genommen haben. Oder aus anderen Gründen, wir wissen es nicht. Dün, dün, dün. Kai, denkst du an deine Nachbearbeitung, ne? Nee. Okay. Ich mach da irgendwas richtig Dummes hin. Nein. Oah, oah, oah. Nun ja, wir haben uns auf jeden Fall im lässigen Betthupferl dann zur Ruhe gebettet. Haben wir das? Nein, Arwen von Pondingen hat nämlich einen Brief auf seinem Bett gefunden mit einem prestigischen Siegel da drauf. Und da haben wir auch einen Cut gemacht und genau da steigen wir auch heute wieder ein. Es ist tief in der Nacht, du bist allein in deinem Zimmer und siehst dort auf deinem Bett einen Brief mit einem prestigischen Siegel drauf. Ich komme rein, guck mich um, hab meine Hand an der Hüfte direkt für mein Langschwert. Sehe aber nichts und gehe langsam nach vorne in Richtung Bett. Nehme den Brief und mache den Brief auf und schau, was drin ist. Mhm. Guckst natürlich gerade auf deinen Charakter-Sheet. Charakter-Sheet, aber du kannst einmal das hier nehmen. Oh, ich habe sogar einen richtigen Brief. Cool. Oh. Gezeichnet vom 5. Blütenhoch. Das heißt, vor knapp 3 bis 4 oder 3,5 Wochen. 2 Wochen, actually, weil eine Woche hier 10 Tage geht. Fair enough. Mein Sohn. Mit Bestürzen vernahm ich, dass Max Veratius einem Giftanschlag zum Opfer gefallen ist. Noch größer war meine Enttäuschung, als mir die höchsten Amtsträger unserer erlauchten Kirche, Pelos, mit glaubhaften Beweisen vorlegten, dass du darin verwickelt gewesen bist. Ich werde in einigen Tagen aufbrechen, um dich nach Hause zu holen, damit du dort einen fairen Prozess bekommst und deiner gerechten Strafe zugeführt wirst. Tu deiner wohlwollenden Mutter und mir den Gefallen und mach bitte nichts Dummes und versuche schon gar nicht zu fliehen. Du weißt, dass sich die Gerechtigkeit Pelos bis ans Ende der Welt verfolgen wird. Ich hoffe, du bist immer noch in Besitz unseres alten Familienschwertes. Sei so gut und halte weiter daran fest, damit ich es wieder entgegennehmen kann. In großer Besorgnis, dein Vater. Ja, was geht denn dir vor, als du diese Zeilen liest? Ich lese diese Zeilen nicht nur einmal, sondern ein zweites Mal und ein drittes Mal. Dann nehme ich den Brief. Gib mir darauf nochmal ein Investigation, so den öfter hintereinander liest. Bevor ich Investigation habe, durch meinen Kopf ist gerade gegangen, hat das wirklich mein Vater geschrieben oder ist das eine Finte? Meine Investigation ist aber 4. 4, okay. Es scheint die Schrift deines Vaters zu sein, allerdings sind ein paar uncharakteristische Sachen dabei. Zum einen ist er dafür bekannt, sehr fein zu schreiben und sehr genau und vor allem auch, wenn er einen Fehler macht, ein Stück Papier wegzuwerfen und ein neues zu nehmen. Mhm. Und hier sind an mehreren Stellen irgendwelche Sachen mal durchgestrichen oder irgendwie dicker gemacht. So, es sieht sehr unordentlich aus, könnte man sagen. Unordentlich. Zerknitter das Ganze, halt es feste und guck mir das Ganze nochmal an. In meinem Kopf geht umher, für mich gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder das Ganze ist eine Fälschung oder er war wirklich in Eile, das Ganze zu schreiben. Vielleicht sollte ich wen darüber schauen lassen, der sich etwas mehr damit auskennt. Ich nehme mein Langschwert meiner Familie. Worin hat mich dieses ganze Zeug jetzt eigentlich getrieben? Halte den Brief noch so ordentlich, wie es irgendwie möglich ist. Mhm. Und geh ans Fenster und guck einfach aufs Fenster. Also geistlos, guck mir die Straßen an, ob mir irgendwas, nicht nur ob mir irgendwas auffällt, sondern denk so ein bisschen über die letzten Geschehnisse quasi des Tages. Also du möchtest auch Ausschau halten. Genau, draußen. Richtig. Okay, gib mir dafür nochmal einen Wurf auf deine Wahrnehmung. Okay.
21. 21. Die Straßen sind fast menschenleer. Ab und zu siehst du mal ein paar relativ betrunkene Leute da rumtorkeln. Manchmal auch ein paar Stadtwachen, die so in 2- bis 3er-Grüppchen rumlaufen. Bist du heute unterwegs? Einmal siehst du auch, wie aus dem Fenster eine Gestalt runterfällt, die du als Osbert Way ausmachen kannst, und die versucht so, sich an einem anderen Gebäude wieder hochzuhangeln und Dinge zu tun. Was soll denn das jetzt? Warum bin ich auf einmal so plump? Auf einmal? Bist du vielleicht noch exhausted? Ich weiß es gar nicht gerade. Bin ich nicht. Bist du nicht? Aber okay. Es fällt mir nichts Ungewöhnliches. Ja, ansonsten nichts Ungewöhnliches. Also kein Clown mit einem roten Luftballon, der dich beobachtet oder sowas. Okay. Zumindest keinen, den du siehst. Keinen, den du siehst. Ich mit A21. Steck dieses Papier wirklich in meine Hosentasche, die ich immer quasi bei mir habe. Die Hosentasche ist immer bei dir? Ja, weil die an der Hose ist. Boah! Investigation. Ach, wie konntest du eigentlich der nordischen Armee so? Ist auch egal. und leg mich ins Bett. Was bedenkst du am besten? Auch in voller Rüstung. Nein. Also ich ziehe mich momentan fertig aus, aber. Ja, es dauert ja auch nur etwa 6 Sekunden und boom, die ganze Rüstung geht mit einem lauten Krachen einfach auf den Boden. Nein, ich würde mich vor das Bett stellen und dass sie da drauf klagen lassen. Was ich aber mir angewöhnt habe, die letzten Tage, seitdem wir verfolgt worden sind, ist, dass ich tatsächlich immer einen Stuhl vor die nach innen aufgehende Tür halt packe. Einfach nur um zu gucken, wenn da was ist, damit ich es bemerke, so ein bisschen paranoid, und auch das Fenster doppelchecke, dass da wirklich das kleine Schloss quasi dran ist. Alles klar. Dann scheint alles sicher zu sein, das Schloss ist fest dran, der Stuhl ist gemacht, du guckst auch nochmal unters Bett, ob da vielleicht ein Monster ist oder sowas, aber auch da scheint alles fein zu sein. Und mit Blick auf die Decke hoffe ich in dem Moment einfach nur, dass ich heute durchschlafen kann und nicht wieder einen beschissenen Traum habe. Ja. Das wünschen wir dir alle. Danke. Danke. Ja. Ich möchte gerne, ja, bitte, bevor ich ins Bett gehe, mich hinsetzen und in aller Ruhe, in der Ruhe des Abends, einen Brief verfassen und mich am nächsten Morgen darum kümmern, ihn zustellen zu lassen. An wen soll dieser Brief gehen? An Layla. Ach was. Ja, er soll eine Antwort auf den ersten Brief sein. Und ich möchte auch am nächsten Tag wieder jemanden aufsuchen, der sehr effizient und sehr schnell für einen Aufpreis den zustellt, oder beziehungsweise sehr sicher. Es geht mir um die Sicherheit. Genau, ich glaube, letztes Mal hat es 5 Gold gekostet für den Express, der auch wirklich. Das ist weniger, aber ich würde auch 5 Gold bezahlen. Ich weiß es nicht mehr genau, aber das ist auch einer gewesen, der direkt auch losreitet und kaum überhaupt Halt macht, bevor er Layla gefunden hat. Das muss nicht sein diesmal. Ich möchte nur jemanden, der persönlich ihn sie sucht und ihn dann abgibt. Und ansonsten werde ich mich noch auf den Boden setzen und ein bisschen in mich gehen. Vielleicht, manche würden es vielleicht meditieren nennen, über das, was heute passiert ist, als ich diesen magischen Samen von dem Baum wieder zurückgebracht habe und ja, gesehen habe, wie innerhalb von wenigen Minuten ja quasi schon was daraus gewachsen ist. Ja. Dazu fällt dir vielleicht auch noch eine Lehre von Meister Yamo ein, die er dir vor einigen Jahren erteilt hat, als er sagte, dass diese alten Weisen, die überall in der Welt von den Druiden gepflanzt wurden, beziehungsweise man weiß auch nicht genau, ob die Druiden sich an diesen Bäumen verwandelt haben oder sie gepflanzt haben und die deswegen existieren. Gesichert ist nur, dass Druiden und diese alten Weisen eine Koexistenz hatten und eine Heiligenstätte für Druiden auch waren. Und dass es eigentlich nichts gibt, was die regenerative Kraft der Natur brechen kann. Mit einer Ausnahme natürlich völlige Vernichtung durch teuflische oder dämonische Energie. Okay. Aber es war ja auch ein Beweis, dass selbst das es nur aufgehalten, aber nicht gebrochen hat. Genau. Also, falls es das war, dann hat es seinen Job nicht richtig gemacht. Okay. Und dann lege ich mich zu Bett. Okay. Du machst einen ruhigen Schlaf. Und ihr habt beide eine sehr angenehme Nachtruhe. Doch wie sieht es bei dir aus, Osbert Way? Kann ich in der Nacht, es ist ja noch nicht so spät, kann ich der Kaserne, meiner alten Unterkunft quasi, aber gegenüber von meinem Fenster, also wo Bert wohnt. Wo Bert wohnt, kann ich dem Besuch abstatten und so am Fenster klopfen? Ja, klar. Guck mal eben, ob der da ist.
Ja, er ist auf jeden Fall da und er ist auch noch wach und er ist sogar sehr erfreut, dich zu sehen. Ich habe nämlich eine Net 20 auf deinen Luck gerollt. Und ja, du siehst ihn auch mit seinem wannigen Bauch zu diesem aufklappbaren Fenster kommen. Weil es schon sehr spät ist, hat er keine Klamotten an und bittet dich rein. Ja. Oh, Osbert, mein Freund, komm rein. Kann ich dir was zu trinken anbieten? Nein, danke. Ich habe gleich noch was zu tun, aber ich muss dich um einen kleinen Gefallen bitten, wenn das erlaubt ist. Ja, alles. Ist es wahr? Wurdest du gefeuert? Ich hab dich jetzt schon ein paar Tage davor nicht mehr gesehen. Also ich wohne da nicht mehr, aber gefeuert würde ich jetzt nicht sagen. Ja, ich bin auf einer besonderen Mission. Oh, sehr schön. Ja, kann ich dir da irgendwie helfen? Achso, da hast du ihn drüber. Aber eine Sache, die kannst du mir helfen, und zwar... Und ich kram so in meiner Tasche. So. Entschuldigung, ich habe gerade ein bisschen Bier getrunken. Method Actor. Und ich kram so in meiner Tasche rum und hol so einen kleinen versiegelten Brief raus, den ich schon von Ding verfasst habe. Mhm. Kannst du bitte über das nordrische Falkensystem diesen Brief an meinen Vater schicken? Ja, na klar. Ein bisschen Nachforschung. Also, ich weiß, du bist ja neugierig, falls du es lesen willst oder so, erspare ich dir das einfach. Es geht nur um Nachforschung, ein paar Informationen in der Geschichte, weil mein Vater ja ein bisschen Erfahrung darin hatte. Natürlich kann ich das machen. Ja, das war's im Grunde schon. Ja, hast du Dicky mittlerweile gefunden? Oh ja, Dicky ist, dem geht's richtig gut, der Urlaub hat ihm gut getan. Ah, cool, ja. cool. Ja, ja, ja. Stimmt das, dass der jetzt gekündigt hat? Oh, gekündigt, würde ich jetzt so nicht sagen. Er findet seinen Weg. Ja, was auch immer das heißen soll. Aber so sind sie nun mal, die jungen Leute von heute, ne? Ja, ich muss aber auch wieder. Ja, klar. Ja. Dann sehen wir uns später. Mhm. Komm gerne mal auf ein Bier vorbei. Klar. Ja, nächstes Mal habe ich da noch eine Hose an. Okay. Das cool. Ist in Ordnung. Ja, wie du möchtest. Also, freies Land. Ach, wenn ich das nicht stört, dann habe ich auch vielleicht keine Ahnung. Steht ja auch im Heißt, es Sommer ist wahnsinnig heiß hier. Wir stehen ja auch für Freiheit. Ja, ja. Natürlich. Nicht so wie die stinkigen Prestigia, brüdes Volk. Naja, dann. Ja. Gut. Gut. Haben wir alles. Ach, Mücke. Das ist so unangenehm. Mach's super. Alles klar. Ja, alles klar. Ja, klar. Machst du dann du kannst auch die Tür benutzen, wenn du möchtest. Nee, ich sitze ja hier eh noch. Hab eine hier direkt. Du siehst sie hinter mir. Ja, ich gehe hier einfach. Okay. Wo ich hergekommen bin, da musst du jetzt nicht extra. Ja, so kommen auch die Mücken rein. Ich mache jetzt mal wieder zu. Ja, ne? Alles klar. Er macht gut, so das Fenster zu und du stehst immer da und der winkt dir. Du hörst ihn auch noch von innen. So auf dem Fenster sitzen. Bis dann mal. Tschüss, wir sehen. Ja. Ich bleib noch so einen Moment vor dem Fenster stehen und winken. Von unten gucken zwei Wachen hoch, die da sehen, wie Osbert Way einem dicken, nackten Mann winken. Sie winken sich beide zu. Und er macht so ganz langsam so die Vorhänge zu. Bis dann, ne? Ja, ciao. Ich ziehe meine Maske quasi wieder hoch, mein Halstuch und stürze mich in die Nacht. Okay. Du möchtest wahrscheinlich noch etwas tun heute Nacht. Ja. Gib mir bitte einen Athletics-Wurf. Plus 0, 14. Okay. So. Dann gib mir nochmal einen Con-Save. Ah ja. Oder ja. Wo stehen die Saves da oben? 11. Okay, du hast eine Stufe Exhaustion am nächsten Tag. Kacke. Ja, super. Ich hoffe, du kannst es lesen. Mein Drucker hat einfach genau, gestreikt. Ich habe schon gesehen, dass 3D-Effekt drauf ist. Ein Familienhaus brennt. Eilig stürmst du den Bewohnerinnen und Bewohnern zur Hilfe. Du trotzt den Flammen und bringst alle in Sicherheit. Doch halt! Die Großmutter ist noch immer im Haus. Wagemutig stürzt du dich in die Flammen, weichst ihnen geschickt aus und rettest die alte, verwirrte Dame. Die Familie ist dir dankbar und die Leute sprechen noch lange vom mysteriösen Retter. Ja, und leicht nach Rauch stinkend haust du dich irgendwann auch ins Bett. Bis ich möchte mir auch von der Asche des Hauses noch so schwarze, so einen schwarzen Strich über die Augen machen. Okay, ja. Du hast, bis du deine Long Rest beendet hast, hast du einen +2 auf Stealth. Geil.
beziehungsweise bis du dich wäschst. Ja. Und der gilt auch nur für Verstecken, nicht um leise sein. Ja. Sehr schön. Ja, irgendwann kräht der Hahn wieder über dem... Ich wusste, ja, ja, halt schön auf ihn drauf, das wollen die Leute sehen. Das ist einfach Abend von Ponding morgens. Ich möchte auch, dass du ihn an dieser Stelle bitte nicht rausschneidest. Das ist unfassbar wichtig für die Storyline, dass wir diese Stelle jetzt für YouTube drin haben. Genau. Ihr wacht alle morgens im Betthupferl auf, im lässigen Betthupferl natürlich. Und ja, ihr macht euch alle fertig. Du bemerkst, dass du von einer Ratte begrüßt wirst, die sich irgendwie in deinem Zimmer verirrt hat und unter deinem Bett verschwindet. Ich verbringe Zeit mit dir. Ich möchte erstens Animal Handling, ich möchte Speak with Animals gerne als Ritual casten. Mhm, ja. Und währenddessen sie, sofern mir das während dem Casten eines Rituals möglich ist, irgendwie so bespaßen, dass sie jetzt nicht abhaut. Ja, du hast vielleicht etwas Brot oder Essen dabei und gib mir mal ein Animal Handling mit einem Advantage, um sie lange genug zu bespaßen. Ist natürlich auch schwieriger, dann ein konzentriertes Ritual zu machen, aber ich geb's dir, weil... Dankeschön. Das ist auch sehr gut. Das erste war nämlich eine Net One. Mhm. Jetzt wiederum kann ich dir eine 24 bieten. Ja. Sie bleibt die ganze Zeit da, während du dein Ritual castest. Sehr cool. Und dann irgendwann spreche ich an und bin so, hi, wer bist du denn? Nu, kannst du ja mit uns reden? Natürlich. Ich bin eine Ratte. Bist du wirklich eine Ratte? Ja. Dein ganzes Leben schon? Ich habe einen Rattenschwanz und Rattenhaare. Ich habe mir bestimmt schon mal mit irgendwelchen anderen Tieren geredet. Also auch so kleinen Nagern. Mhm. Wirkt das sehr natürlich auf mich? Ja, schon. Okay. Mhm. Und was suchst du hier? Rum. Ein bisschen Nahrung, ein bisschen gucken, wie es dir so geht. Mir konkret? Ja. Weißt du denn, wer ich bin? Elisa. Ah, interessant. Kommst du vom Rattenkönig? Das darf ich nicht sagen. Und wenn ich dir noch ein Stückchen Käse gebe? Gib mir ein Animal Handling. Es sind 18. 18. Ich gebe ihm Käse. Der, ist das sehr schnell auf oder sie? Bist du dir nicht sicher? Mit wahnsinniger Geschwindigkeit? Lecker, was möchtest du wissen? Ob du vom Rattenkönig kommst? Ja, vielleicht. Ist der denn, bist du der Rattenkönig? Nein, ich bin nur eine Ratte. Ist der Rattenkönig denn auch eine Ratte? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht eine sehr große Ratte. Also hast du ihn noch nie gesehen? Ich glaube, vielleicht ist er ein Er ist vielleicht keine Ratte. Du glaubst oder du weißt? Ich weiß es nicht genau. Ich gebe noch ein Stückchen Käse rüber. Er ist das auch, aber du hast auch den Eindruck, dass er etwas verwirrt ist bei dieser Frage und dass er das nicht genau beantwortet. Dann sage ich so, hey, danke für das schöne Gespräch. Bist du satt jetzt? Ja, ich bin viel zu satt. Mir ist schon ziemlich schlecht. Dann mach langsam heute und mir geht's gut. Ja, und den anderen auch? Das gehe ich jetzt gucken. Willst du mitkommen? Vielleicht haben meine Kollegen das schon rausgefunden. Naja, dann versuch zu überleben und bis dann. Ciao. Versuch zu überleben. Murmel ich noch so in mich rein. Die Ratte geht unter deinem Bett hindurch und mit deiner unglaublichen Investigation von, ich glaube, 19 oder so, passiv. Oder wahrscheinlich sogar noch mehr mittlerweile. Bin mir nicht sicher. Perception wär so hoch. Perception ebenfalls. Ich glaube, das ist beides hoch genug. Bemerkst du auch, dass unter deinem Bett ein Loch in der Wand ist, durch das sie verschwunden ist. Okay. Sieht das Loch irgendwie besonders gefertigt aus oder so? Also mir geht es gerade darum, ist es eins von vielen Rattenlöchern, die einfach total normal existieren? Ja, oder? Scheint so zu sein. Ja. Okay. Genau. Es ist nicht so ein Durchguck, so um Rattenspione durchzuschicken. Okay. Es scheint einfach so zu existieren und diese Ratte scheint dich dadurch beobachtet zu haben. Ja. Bevor ich aber nach meinen Freunden schaue, möchte ich erst mich um den Brief kümmern gehen, tatsächlich. Weil der ist mir ein sehr großes Anliegen, dass ich einen Boten erwische. Mhm, ja. Ich würde sagen, wenn das nicht der Hyper-Express, sondern einfach normaler Express-Brief ist, so, ne, dann ein Gold. Okay. Weil der dann mit anderen Briefen, die in Richtung Westen gehen,
priorisiert einfach weggeschickt wird. Ja, das ist so. Wir haben jetzt mal ganz dreist eine Longrest eingetragen, ne? Ja, ihr dürft euch alle eine Longrest eintragen, bis auf du, Luke. Wobei, du kannst Spellslots und Lebenspunkte gerne wiederherstellen, aber du bist exhausted für heute. Trotz der Longrest. Das habe ich sogar letztes Mal schon, ne? Wunderbar. Dann trefft ihr euch irgendwann zum Frühstück. Elisar kommt zum Haupteingang rein. Er scheint gerade noch irgendetwas erledigt zu haben. Und ihr stellt auch fest, dass Glint nicht zum Frühstück runtergekommen ist. Und der Wirt erzählt euch auch, dass sie bereits heute vor Sonnenaufgang schon aufgebrochen ist und ihre Berechnung bezahlt hat. Und euch auch das Frühstück bezahlt hat. Oh, oh. Danke schön. Hat sie nur sonst noch irgendwas gesagt gehabt? Oder uns zurückgelassen? Nein, nicht wirklich. Trotzdem, Dankeschön. Ich drehe mich wieder zu euch um und wink dich so zum Tisch. Morgen. Guten Morgen. Oder nicht so guten Morgen. Ich brauche so ein bisschen Asche aus meinem Bart. Seid ihr unter die Raucher gegangen? Ich, ich war im Falkenzimmer. Ihr sollt wirklich waschen. Na ja, wenn wir Zeit dafür haben. Und was sind das bitte für dicke Augenringe? Ihr solltet wirklich besser auf euch aufpassen. Ich habe mir die Augen, damit ich... Er sieht immer so aus. Das ist... Ich bin so geboren, aber du siehst so aus, als wärst du in die Hölle selber gesprungen. Das ist doch keine dreidimensionale... Ich sehe doch, wenn hier so fette Beutel unter den Augen hängen. Ich dachte, meinst du Farbe? Na gut. Mir geht's gut. Leute, ich habe nur mal nachgedacht. Und ich zeig so quasi den Brief einmal euch rum, dass ihr jetzt jeder lesen könnt. Mhm. Ich guck so drauf und so... Ah, so interessant. Elisa, was hältst du denn davon, von dem Inhalt in diesem Brief, den ich gelesen habe? Ich komme mir den Brief an und lese ihn und untersuche ihn. Ja, genau. Aber unwissend ist meine erste Feststellung, er scheint durch ganz schön viele Hände gegangen zu sein, wenn er so verknittert ist. Nein, das war tatsächlich ich, aber ich weiß nicht, ob es wirklich von meinem Vater ist. Es wirkt gehetzt. Er ist normalerweise eine sehr, sehr penible Person. Also entweder ist das in Eile geschrieben worden oder eventuell sogar... Dir fällt auf, Elisa, dass dort ein Muster zu finden ist. Du siehst, dass einige Buchstaben einzeln betont sind. Sieht erst nicht nach Absicht aus, aber als du dir den Brief wirklich so 5 Minuten anschaust oder so, fällt dir auf, dass dort auffällige Worte bei dem Brief zum Vorschein kommen. Ich labere, während dir das quasi auffällt dann und so. Du siehst so, ich klappe so mein Okular runter und bin so und Wollt ihr mir gar nicht so, es geht ja. Ein Verrat, eine Falle, Täusch. Täuschten. Mich. Täuscht mich, bleib in gerate wohl. Lee. Nein, da fehlt noch was. Und ich fange das an zu unterstreichen und zeig dir dann auch, was ich unterstrichen habe. Lehn mich so leicht rüber. Rat. Eine Falle. Täuschten mich. Bei. Bleib. Bleib. Warum sollen wir hin? Du hast auch jetzt den Eindruck, Dankeschön, Elisa, dass die letzten Zeilen, die er geschrieben hat, über das Schwert, dass er genau das Gegenteil davon meinte, was er dort drin geschrieben hat. Ich hoffe, du bist immer noch im Besitz unseres alten Familienschwertes. Sei so gut und halt weiter daran feste, damit ich es entgegennehmen kann. Aber warum sollte er... Warum sollte er wollen, dass ich das Schwert nicht mehr bei mir habe? Oder dass er es bei dir hat, aber nicht deswegen, damit du ihm es geben kannst. Ach so, dass ich das bei mir halten soll. Ja. Was hat das mit diesem Schwert verdammt nochmal auf sich? Wir haben doch bereits festgestellt, dass es sich bei dem Schwert darum um eine Magie handelt, die euch verborgen hält. Und gerade jetzt, wo du und auch euer Vater, wo ihr alle verfolgt werdet, ist Verborgenheit, glaube ich, etwas sehr Sinnvolles. Danke erst einmal. Ich, unabhängig davon, auch wenn er es uns rät, ich möchte nicht fliehen. Wir müssen meinen Vater befreien. Und ich habe auch schon eine Idee, wer uns helfen kann.
Und wen denkt ihr? Osbert Way, wie seid ihr mit eurer Frau auseinandergegangen? Naja, ich habe ihr eine Uhr gegeben, sie hat mir einen Ring geschenkt und dann sind wir gegangen. Ihr wollt Annie nochmal besuchen? Ich habe nicht die besten Erfahrungen mit ihr gemacht, aber insbesondere zum Ende hin hatte ich das Gefühl, dass wir ungefähr auf einem Nenner sind. Und ich mag sie. Osbert. Ja? Wenn wir militärische Streitkräfte brauchen, um das durchzudrücken, um diesen Mann zu befreien oder aber um Innotius endlich gefangen zu nehmen, dann werden wir diese Leute in Quiju finden. Und wenn es um eine Infiltration geht und wir Ruhe brauchen, dann ist eine Schorkin das Erste, was wir gebrauchen können. Okay. Irgendetwas, was ihr dazu zu sagen habt, was ihr uns bisher noch nicht gesagt habt? Oder ist, können wir nach Quijul und ihr glaubt, uns wird geholfen? Mich irritiert nur dieses Bleib in Gratewohl und wie. Das hat mich auch irritiert. Denn, das ist 2,5 Wochen her. Ja, und seitdem wurde er gefangen genommen. Wer meint ihr, hat diesen Brief überhaupt auf mein Bett gelegt? Ich glaube, das ist. Ist es üblich, dass Briefe in die Zimmer gebracht werden? Wer wüsste denn? Ja, vom Personal. Ja. Also es ist, glaube ich, nichts. Aber dann war es definitiv eine Person, die weiß, wo wir sind. Das heißt, würde es Prestigien wissen und Innotius, wäre dieser Brief nicht auf meinem Bett, sondern wahrscheinlich 10 Wachen, die auf uns warteten. Wir haben Freunde hier. Und das stimmt. Niemand weiß, dass ihr noch lebt. Vielleicht war es auch der Rattenkönig. Und dieser Brief wurde geschrieben vor meinem Ableben. Ich hatte Besuch heute. Besuch? Ihr alle hattet Besuch. Ich bin wach geworden mit einer kleinen Ratte bei mir im Zimmer. Sie sah erstaunlich normal aus. Und ich habe mir einen Moment Zeit genommen, mit ihr ein wenig zu plaudern. Und nun, sie hat erzählt, dass sie vom Rattenkönig kommt, aber konnte mir gleichermaßen... Sie war sich unsicher, ob der Rattenkönig eine Ratte ist oder nicht. Und sie hat mir erzählt, dass sie quasi da ist, um zu schauen, ob es mir gut geht. Und hat als Verabschiedung gesagt, dass ich nicht sterben solle. Außerdem hat sie mir noch die Information mitgeteilt, dass ihr zwei wahrscheinlich Kollegen von ihr zu Besuch hattet. Wir haben einen Freund? Das weiß ich nicht. Welt. Ja, ich meine, wir arbeiten immer noch für den Rattenkönig. Jetzt zeigt das Armband hoch. Also... Wir sind immer noch indirekt, ja, mehr oder weniger. Also, aber sollen wir jetzt in Gratewohl bleiben oder sollen wir fliehen? Wir werden nicht fliehen, wir werden genau das Gegenteil machen. Wir werden also bleiben. Ich werde auch nicht ganz schlau daraus. Oder werde ich schlau daraus? Gib mir einen Insight. Das ist schon sehr hoch. Also es ist schon eine 18, aber ich dachte nochmal plus 7 drauf. Das heißt, ich bin bei 25. Mhm. Kannst davon ausgehen, dass sein Vater wusste, dass er hier in der Gegend ist und wahrscheinlich auf dem Weg nach Gratewohl ist? Und mit Flieh meint er aus Prestigien fliehen und nicht wiederkommen. Ah, okay. Dann bin ich so. Wenn ich aber nochmal so drüber nachdenke, dann wäre für mich wahrscheinlich die sinnvollste Variante, dass wir in Gratewohl bleiben sollen, aber dass ihr nicht zurück nach Prestigien kehren sollt. Oh, weil der Brief ist 2 Wochen alt. Der Brief ist verdammt nochmal 2 Wochen alt. Ich bin offiziell tot. Ich sehe 2 verschiedene Möglichkeiten. Und beide Möglichkeiten beinhalten, dass wir uns auf jeden Fall Hilfe suchen. Entweder wir spielen damit, dass ich tot bin, oder wir lassen diesen Brief bewusst finden von den Prestigiern. Wir haben keine Ahnung, wer die Prestigier sind, wer alles dazugehört, was für Pläne es sind, was im Hintergrund passiert. Ihnen ein Stück Information zu geben, halte ich für äußerst riskant. Kann ich den Wirt oder wer auch immer gerade da ist, von dem Personal kurz ranrufen? Ja, ja. Der kommt auch zu eurem Tischchen, älterer Hemdenbart. So. Sagen Sie mal, ich erwarte in den nächsten Tagen potenziell ein Telegramm. Aha, ja, kein Problem. Ein Wort, was in dieser Welt nicht existiert, aber... ja, ein Brief. Ja, ein Brief. Wie ist denn das normalerweise, wenn hier Post für Leute, die hier nächtigen, ankommt? Wie wird das gehandhabt? Nun ja, die kommt hier bei uns an und entweder bringen sie das hier direkt, kommen sie hier direkt an der Theke und kriegen ihren Brief oder manchmal ist das auch für Zimmerzustellung und dann bringt ein Mitglied vom Personal das auf ihr Zimmer. Gab es in den letzten Tagen eine Zustellung für jemanden von uns hier?
zufälligerweise? Es kann ja sein, dass mein Brief schon vorher ja, war. Für Herrn von Flunkerwald. Oh, für Herrn von Flunkerwald also. Auch kein gewöhnlicher Bote. Irgendwie ein sehr merkwürdiger Geselle. Ich wollte ihn eigentlich erst aus der Taverne rausjagen, hier aus dem Gasthaus, weil er schien obdachlos zu sein und solches Geschmeiß hat hier nicht zu suchen. Wer nicht bezahlen kann, kommt hier nicht rein. Aber er schien tatsächlich eine Art Bote zu sein und hat diesen Brief abgegeben. Hat er sich vorgestellt? Nein, das hat er nicht getan. Und sonst irgendwelche Merkmale, die Ihnen aufgefallen sind? Nur wie gesagt, er sah für mich wie jeder andere Obdachlose aus. Bisschen zerzaust, hat auch ein bisschen immer rumgemurmelt, schien Anhänger von Pelor zu sein. Anhänger von Pelor. Ja. So, so. Dankeschön. Ja, gerne. Stimmt denn irgendwas nicht? Nein, nein, ich wollte nur wissen, wie das mit der Post... Nun, dankeschön, dass Sie meiner Familie und mir das den Brief zugestellt haben, mein Freund. Gerne, Herr von Flunkerwald. Immer wieder gerne. Haben hier gerne natürlich, so erlauchten Besuch wie Sie. Nun, guten Appetit noch. Falls Sie irgendwas brauchen, lassen Sie mich oder einen der anderen Bediensteten hier das gerne wissen. Natürlich. Ich warte, während er so weggeht und lehne ich nach vorne. Irgendjemand von euren ehemaligen Bediensteten, ihr wart reich, oder? Wir waren sehr gut konstituiert, ja. Hattet ihr Personal? Wir hatten tatsächlich Personal. Irgendjemand, der ein enger Vertrauter war, ist ganz kurz. Es gibt einige enge Vertraute, die auch bei uns in der Burg gelebt haben. Auch so aussahen? Wie ein Bettler? Eine mit den richtigen Klamotten hatten wir natürlich männliche Menschen da. Wir hatten haben jetzt keine Größen. Ich will euch jetzt nicht zu nahe treten, aber wie sieht euer Vater aus? Vielleicht ist er aus... Ich meine, er ist ein General im Krieg gewesen. Ich denke, er kann sich gut auf sich selbst aufpassen. Vielleicht ist er aus der... Wie heißt der Barbesitzer? Der ist Horst. Horst? Der Mann, der hier kam, hatte ja Koteletten und war sehr gut und stabil gebaut. Nein, ganz und gar nicht. Er sah sehr runtergekommen aus und hatte ein bisschen Glatze, lange ungepflegte Haare. Okay, ich wollte einfach nur wissen, wer Bote unserer Familie momentan ist. Dankeschön. Er sah ehrlich gesagt nicht aus wie ein Bote, sondern einfach so einer wie der ganz gewöhnlichen Stadtbettler, wie man sie hier in Grate wohl findet. Mhm. Wie kommt ihr auf die Idee, dass er Anhänger Pelos war, oder? Er hatte einen Anhänger dabei mit dem Symbol. Er hat auch immer irgendwie so in sich reingemurmelt, schien irgendwie so eine Art Straßenprediger zu sein, der aber, keine Ahnung, sich in... Ist es der Typ, den ich schon mal zusammengepfiffen habe auf der Straße? Klingt ja so wie der Typ, komische den ich fast umgebracht habe. Wie wer? Ich frag dich jetzt als DM. Was, wie der Typ, der komische Prediger, den wir auf der Straße gesehen haben? Er war offensichtlich obdachlos, er sah runtergekommen aus und er war Anhänger Pelors. Also aber die drei Sachen. Die Beschreibung generell mit Glatze und Haaren und wie so? Ja, schon. Auf der Straße gesehen haben. Okay, alles klar. So, ich danke für die Information. Ja, gerne. Alles für unsere Gäste. Ja, natürlich. Ha, so. Ich glaube, das war der Idiot, den wir schon mal auf der Straße zusammengefunden haben damals. Wie dem auch sei, kein Bediensteter, den ich irgendwie kenne. Aber was es uns auf jeden Fall sagt, ist, dass wir wahrscheinlich davon ausgehen können, dass Prestigien zum jetzigen Stand nichts davon weiß. Das Siegel war ungebrochen, ne? Das Siegel war ungebrochen, aber hast du das Siegel irgendwie auf... Dir wird es aufgefallen sein. Dir ist aufgefallen, dass das Siegel ein prestigisches war. Dir ist nicht aufgefallen, dass es nicht das Siegel deines Vaters war. Also du kannst das ein bisschen weird finden, weil du weißt, dass sein Vater wie jeder Adelige sein eigenes Siegel haben müsste. So okay. Ein General prestigisches Siegel, oder? Ja. Vielleicht merke ich, ich bin ein bisschen unschlüssig, wie ich das symbiotisch einbauen kann. Aber vielleicht entfällt mir so irgendeine, wenn ich den nochmal so betrachte und nochmal so überlege, entfährt mir so irgendein Ding von so merkwürdig. Ich hätte irgendwie gedacht, dass das individueller gemacht wird. Mein Vater hat ein individuelles Siegel, natürlich. Schild und unser Schwert. Das. Wie ist mir das gestern Abend nicht aufgefallen? Ihr wart müde. Ihr habt einen Baum verprügelt. Könnte es sein. Es wurde aufgemacht. Entweder das.
Ich weiß, wie es bei uns abläuft, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass vielleicht auf dem Weg hierher, wenn es durch prestigische Hände gegangen ist, jemand diesen Brief gelesen hat. Deswegen ist er ja kodiert. Aber könnte es vielleicht auch sein, dass dieser Brief nicht von eurem Vater stammt oder zumindest nicht willentlich von eurem Vater geschrieben wurde? Vom fünften Blütenhoch wage ich das zu bezweifeln. Vielleicht wurde er dazu gezwungen. Zu dem Zeitpunkt waren die Leute noch hinter uns her und nicht hinter ihm. Oder euer Vater hatte von Anfang an Sorge, damit reingezogen zu werden und hat dementsprechend versucht, ein möglichst neutrales, prestigisches Siegel zu nutzen, damit es nicht in direkte Verbindung gebracht wird mit ihm oder euch. Tatsächlich eine gute Idee. Weiß ich irgendwas über so die Methoden der prestigischen Armee, des Geheimdienstes, wie so Kommunikation und sowas stattfindet? Gib mir mal History. Das Problem ist, welche Seite auch immer es sein mag, entscheidet, ob diese Person, die hier den Brief vorbeigebracht hat, am Ende des Tages entweder ein böser, prestigischer Spion ist oder jemand, der im Dienste eures Vaters und nicht in dem von Prestigen unterwegs ist. So oder so sind wir uns einig, dass wir uns ruhig fortbewegen sollten. Und unter dem Radar, korrekt? In der Tat. Ja, also du kennst dich schon ein bisschen mit prestigischen Geheimdiensten aus. Sie sind gut darin, ihre Spuren zu verwischen, aber sie haben auch ein paar Taktiken, die ein bisschen psychologisch gemeint sind. Sie leugnen oft Dinge, die sie tun, obwohl sie es offensichtlich waren, wissend, dass niemand anderes gewesen sein kann als sie, um ein Exempel zu statuieren. Also um eine Partei wissend zu machen, so dass sie Dinge machen können. Und wie ist es so mit Kommunikationsüberwachung und sowas? Briefe werden in Prestigien zum großen Teil gelesen von der Zensur. Einfach auch, um Dissidenten rauszuholen und überhaupt herauszufinden, wer vielleicht irgendwas gegen die Kirche oder den König gesagt hat. Vor allem natürlich auch, um nordrische Spione aufzudecken. Deswegen gibt es dort ein großes Netzwerk an Zensur beziehungsweise Leute, die Briefe lesen. Das ist ja quasi wie ein kalter Krieg zwischen den zwei. Ja. Okay. Also, ich meine, euer Vater hat auf jeden Fall kodiert, was er euch eigentlich sagen wollte. Ja. Ob das jetzt nur von den Grenzern in Brasilien gelesen werden könnte oder ob jemand anderes ihn dazu gezwungen hat, das zu schreiben und er deswegen das kodiert hat, das können wir nicht genau wissen. Aber der Fakt ist, dass der Brief soll die Leute, die es lesen und den Code nicht erkennen, dazu bringen, zu denken, dass ihr zurück nach Brasilien geht. Dass ihr zurück nach Prestigien geht, aber wir tun es nicht. Ja. Genau. Das ist der Gedanke. Und ich habe noch einen Gedanken. Dieser Bote. Ja. Wenn er wirklich nicht auf der Seite eures Vaters oder im Interesse eures Vaters gehandelt hätte, dann, das würde nicht viel Sinn ergeben. Denn dann würde das bedeuten, dass der prestigische Geheimdienst oder wer auch immer Bescheid weiß, dass ihr seid und wo ihr seid. Ja, und dann würden hier ganz andere Leute stehen. Das genau. Ist mir vollkommen bewusst. Aber das ändert doch nichts an der Tatsache. Osbert. Elisa. Wenn Meister Yamo oder euer Vater verschwunden wäre, was würdet ihr tun, egal was in so einem Brief steht? Besonders in dem Wissen, dass er in knapp einer Woche wahrscheinlich komplett unerreichbar für euch ist. Nun, zuallererst würde ich natürlich zur Stadtverwaltung gehen und eine Vermisstenzeige aufgeben. Osbert, ihr steckt... Und als nächstes rein hypothetisch steckt ihr in der gleichen Situation wie wir gerade. Das Formular A74 ausfüllen. Und der nächste Schritt wäre dann natürlich, eine Suchgruppe zusammenzustellen von... Ich glaube, ich bin ein. Wow, okay. Das holte ich ein bisschen aus seiner Trance wieder raus. Also, Bitte bleibt einmal in eurem Leben ernst. Ja, ich verstehe. Das war vollkommen ernst gemeint. Okay. In Prestigien laufen die Dinge anders. Ich war jetzt der Überzeugung, dass wir nicht nach Prestigien gehen werden. Weil offensichtlich jemand, der weiß, dass ihr nicht gestorben seid und dass ihr unter dem Namen Flunkerwald unterwegs seid, dieses Telegramm an euch zugestellt hat. Das heißt, guckt doch auf das Datum. Das war weit bevor ich offiziell gestorben bin. Ja, aber er hält dir den Brief falsch rum hin. Aber es ist dennoch von Flunkerwald adressiert. Habe ich Zweifel daran, dass das nicht. Also in dem Brief steht nur mein Sohn und er wurde ihm auf den... aber der Bote muss ja zu dem Typen gekommen sein und gesagt haben, ich habe hier einen Brief für von Flunkerwald. Das schon, ja. Ja. Habe ich Zweifel, dass das Datum irgendwie akkurat ist?
Gib mir einen Insight. 21. Bist dir relativ sicher, dass es echt ist, ja. Okay. Vielleicht sollten wir einfach zuallererst mal unseren alten Freund, dem Prediger, einen Besuch abstatten und ihn fragen, wer ihm den Brief gegeben hat. Das ist völlig egal. Wir verfolgen einfach die Spur zurück und wenn wir bei eurem Vater landen, dann sind wir da, wo ihr hin wollt. Und er ist vielleicht tot. Wir gehen zu diesem Prediger und egal, was er tut, ich werde nach Prestigien zurück und ich werde nach Quijul, um mir Hilfe zu suchen, ob er mitkommt oder nicht. Und ich sage euch nochmal, ihr habt nicht geantwortet. Was wäre, wenn Meister Yamo etwas zustoßen würde? Ich weiß es nicht. Darüber müsste ich meditieren. Und zugegebenermaßen, vermutlich ist der Weg über Quijul der sicherste für uns aktuell, um nach Prestigien zu kommen. Dankeschön. Können wir los einen Prediger suchen? Ja. Wenn ihr etwas runterfahrt. Ich finde das sehr stressvoll. Oder hochfahrt. Und ja. Ich stehe energetisch auf, knack mir die Knöchel. Suchen wir doch unseren Predigerfreund noch einmal auf. Ja, ich packe mir die Taschen dabei. Ich hole die Sachen eben aus dem Zimmer. Wir treffen uns in 5 Minuten vor der Tür. Ja, okay. Ich gehe einfach raus. Wunderbar. Ich habe meine Sachen dabei. Gebt mir bitte einen Investigation-Wurf, um Olaf den Schwätzer gegebenenfalls wieder aufzutreiben. 18. 2 oder 3, eins von beiden, ich weiß es nicht. 21. Meine Lieblingszahl, die immer wieder auftaucht bei mir. Olaf den Schwätzer findet ihr nicht, aber du, Osbert, hörst dich etwas unter der Obdachlosen-Szene um, gehst vielleicht auch in die Freiheitssiedlung, weil du da ein paar Leute kennst und du hörst dort die Information, dass Olaf seit einigen Tagen etwas besser betucht sein soll und immer Geld für was zu saufen dabei haben soll. Er hat auch immer irgendwie was zu essen dabei. Er bettelt nicht mehr so oft. Und er wurde wahnsinnig oft oben an der Botschaft der Prestigia gesehen. Von Olaf selber siehst du aber keine Spuren. Keiner weiß genau, wo er gerade steckt. Okay. Ja, ich teile die Information mit euch, als wir uns wieder treffen. Prestigische Botschaft. Ja. Dieser Es wirkt wie eine Falle. Es wirkt absolut wie eine Falle. Aber was ist die Falle? Ist die Falle der Brief oder der Code im Brief? Elisa, ich glaube, das ist eine Sache, die ihr allein erledigen solltet und einmal guckt, was um die Botschaft rum ist. Aber was... Inwiefern? Was erwartet ihr? Olaf zu suchen und zu verhören. Lockt ihn hier hin, findet ihn, lockt ihn hier hin und wir schauen, was er weiß. Ich kann es versuchen. Ihr könnt vielleicht mit euren... Ich ziehe die Augenbrauen hoch. Mit euren Reizen spielen. Das kann Osbert doch genauso. Aber Osbert sich da sehen zu lassen oder ihr als schöne Helfer ist was anderes. Kommt ganz drauf an, was man für einen Geschmack hat. Das stimmt wohl. Aber ein Osbert Way sollte trotzdem nicht da oben hin. Natürlich, das meinte ich ja auch nicht. Ich kann verkleiden. Könntest du dich in Osbert Way verwandeln? Ich wandle mich allein für den Joke, verwandle ich mich in Osbert Way und gehe auch kurz als Osbert Way geradeaus von euch weg. Wir warten hier. Ja, attraktiv. Gute Idee, guter Rat. Halte die Klappe, Osbert Way. Ja, du gehst hoch zur Gratefeste und bleibst du noch in deiner Osbert Way-Verkleidung? Nee, ich verwandle mich in Gerhard Schuster. Mhm, okay. Ja, du kommst an an eine der Kasernen an, also an eins dieser Gitter oder Wachhäuser dort und eine Stadtwache fragt dich auch, hallo, was kann ich für Sie tun? Haben Sie einen Termin? Nee, ich suche nur den Olaf und ich zück so meine Marke und halte ihm so hin. Der Olaf, ach so, das ist die Marke, die Glint gemacht hat. Oh ja, natürlich, Herr Inspektor, Olaf, ich glaube, der hängt bei der Botschaft der Prestige rum. Wer weiß, was er dort vorhat, aber sie haben gesagt, er ist Gast bei ihnen. Der denke, das ist irgendwie so ein Nächstenlieben-Ding. Sie macht ein Zeichen und das Gatter wird dort hoch. Wie häufig steht der hier so ein und aus? Ich sehe den bestimmt einmal am Tag. Also hin und so, bleibt der da länger drin dann, oder? Ja, manchmal ist er dort schon für eine längere Zeit. Ja gut, da gehe ich mir das mal selbst angucken. Vielen Dank dir. Natürlich, Sir. Und schnickt ihm nur so zu und geh rein. Ja. Und hinter dir fällt das Tor wieder zu. Du gehst behäbig den Grateberg hoch und läufst schnurstracks auf das Anwesen zu. Und dort am Gitter stehen erstmal zwei prestigische Wachen. Schau nicht an.
Guten Tag, Gerhard Schuster, mein Name. Ich hebe auch nochmal so den Habt ihr einen Termin? Selbstverständlich habe ich keinen Termin. Ich will auch, bin auch gleich wieder weg. Ich brauche nur mal ganz kurz den Olaf, denn das geht. Den Olaf? Die gucken sich gegenseitig an. Hier gibt's keinen Olaf. Verschwinde. Das geht auch ein bisschen freundlicher, nicht? Mach mal das Tor auf, ich zeig ihm mal ein bisschen freundlicher. Der andere fummelt an seinem Gürtel rum, holt den Schlüssel und macht das auf und der andere baut sich vor dir auf. Muss ich dir Beine machen oder verpisst du dich jetzt? Ich guck den so ein bisschen an. Warte, wie ist das genau aufgebaut? Ich bin jetzt quasi auf prestigischem Ground, ne? Noch nicht, also du stehst davor. Also sie haben gerade das Tor aufgemacht, wo ein Anwesen draufsteht. Also es gibt dieses Tor. Um dieses Tor herum und das Grundstück herum ist eine große Hecke. Und in der Mitte dieses Grundstücks steht ein Anwesen, wo ihr alle schon mal auch drin wart. Sehen mich gerade mehr als diese beiden Wachen? Ja, ich würde sagen, dass nicht direkt dabei, also nicht in unmittelbarer Nähe, aber vielleicht in so 40, 50 Meter Nähe außerhalb des Anwesens, weil der Grateberg wird halt oft von Leuten patrouilliert. Okay, das heißt, ich habe keinen Ort, wo ich irgendwie einen... Also nicht vollkommen unerkannt, aber die Situation guckt sich jetzt noch keiner explizit an. Boah. Nee, ich mache keinen Spürkiss. Ich gehe. Haben wir es verstanden, ja? Aber sicher doch. Wenn ich deine Visage hier nochmal sehe, dann mache ich eine ganz andere daraus. Ich merke mir genau sein Gesicht. Mhm, okay, ja. Und seine Stimme. Ich würde auch sagen, dass du vielleicht noch irgendwie dich ein bisschen entschuldigst, um noch ein paar Worte von ihm rauszuholen und ihr etwa eine Minute miteinander quatscht. Ich brauche nicht eine Minute. Also, wobei, das musst du entscheiden, wie lange ich brauche. Ja. Aber Das war bei Actor nicht genau definiert. Das, ne? So. Ja. Genau, ich würde sagen, das funktioniert ähnlich wie beim Actor-Feed, würde ich sagen. Wobei, nee, ich glaube, als Changeling musst du actually lange dich mit einer Person auseinandersetzen, aber für den Jokus machen wir das jetzt so. Kann ich mir irgendwie noch so ein bisschen seinen Namen rauslocken? So? Ja, kannst du. Schauen wir eben nochmal an. Ich habe die nämlich alle benannt, weil ich ein guter DM bin. Nein, ich habe mir Mühe gegeben, diesen Leuten Namen zu geben. Ist das nicht Mimothy oder so? Nein, es ist nicht so einer von denen. Gott, habe ich viele Limithys und Timothys. Die habe ich mir alle nicht aufgeschrieben. Ich weiß nur noch, dass ihr einmal im lässigen Betthub-Fall drin hattet, der Tim hieß und ein sehr aufdringlicher Barkeeper war. Tja, das waren Zeiten. Gibt es nur diesen einen Zugang mit den beiden Wachen? Augenscheinlich ja. Also ich kann auch nicht irgendwo lang klettern, dass ich... Du könntest über eine Hecke klettern. Okay, dann mach ich gleich. Ja. Aber ich habe so viel Zeit, beziehungsweise die beiden sind nicht super weit weg. Ich bespreche mich mit euch gleich noch kurz wieder. Während du den Namen raussuchst, würde ich schon mal zu euch flitzen und euch sagen so, ja, also... Kaspar. Kaspar. Mit C oder mit K? Mhm. Mit K. Okay, dann habe ich instinktiv durchgeschrieben. Und du musst sagen, ja, also... Und hier sehr ein- und auszugehen und steht gerade mitten in der Botschaft unter dem Schutz und die Wachen waren nicht besonders kooperativ, mich in irgendeiner Form da reinzulassen. Ich könnte jetzt mich in Tier verwandeln und da reingucken gehen, aber ich glaube, dass das einen Eklat auslöst, wenn ich auf Botschaftsgrund irgendeinen Blödsinn mache und ich muss mich ja dann auch irgendwie erklären, wie ich da reinkomme, etc. Wenn irgendwelche Antimagie-Fallen für solche Leute sind, die mit Magie da eindringen wollen, lass uns das lieber nicht machen, aber... Ja. Was uns das auf jeden Fall gebracht hat, ist die Bestätigung, dass Olaf der Schwätzer mit den Prestigien unter der Decke hängt und dass anscheinend der Brief dann doch sehr bewusst bei mir abgeliefert worden ist und dass Innotius irgendeinen Grund hat, mich nicht festzunehmen und dass er, und ich glaube schon, dass er weiß, dass er ganz genau weiß, was vielleicht sogar da drin steckt, dass er vielleicht auch gar nicht will, dass ich nach Prestigien bin. Ich weiß nicht, was diese Botschaft zu bedeuten hat, aber wenn Innotius das wirklich weiß, sollte ich trotzdem los. Habe ich Erfahrung damit, wie gefälschte oder unter Druck geschriebene Briefe wirken? Ja, schon. Kann ich mir den Brief nochmal genauer angucken? Ja, gib mir ein Investigation. Ich habe noch kurz eine Sache zu erledigen. Ich bin gleich wieder zurück. Ja, natürlich, klar. Und ich gehe wieder zurück zu dem Ding. 19. Er sieht nicht so aus, als wäre er unter physischer Gewalteinwirkung geschrieben worden, sondern eher hastig und wirklich so, als ob jemand mit Absicht versucht hat,
den so aussehen zu lassen, dass der Ops hat mich verschrieben und dann an einer anderen Stelle halt ein bisschen eine geheime Botschaft einbringt. Was hattest du vor? Ich möchte irgendeine Stelle suchen, wo mich eine andere Wache sehen kann als diese beiden Idioten. Mhm. Aber prestigische Wache. Mhm. Es sind nur zwei draußen, die dort am Anwesen stehen. Die anderen, die draußen rumlaufen, sind alles so nordrische Wachen, die hier den Gratewerk patrouillieren. Also ich weiß nicht, ob du es gerade noch vor Augen hast oder ob wir die Gratewohlkarte parat haben. Ich habe die Gratewohlkarte parat. Perfekt. Gratewohlkarte. Was anderes hätte ich auch nicht erwartet von dir, Simon. Also, Hupsi. Du hast es falsch, oder? Ja, das ganze Ding ist der Grateberg und hier dieser Rundlauf um die eigentliche Festung herum, dort ist die Botschaft. Okay. Und die ist in diesem Rundlauf, wo halt ständig irgendwie auch mal Wachen rumpatrouillieren und so weiter und so fort. Okay. Oh nee, so wichtig ist mir das nicht. Ich gehe vielleicht noch so zu irgendeiner nordischen Wache, und die mich noch nicht gesehen hat. Und wie so mein Umhang mache ich auf eine andere Farbe und sag mal so, irgendwas arrogant, so, hey, ich bin Kasper, die prestigische Wache da hinten, die da... Also das machst du als Kasper, oder was? Ja. Mhm. Ich wollte nur sagen, du bist ein blödes Arschloch und ich bin besser als du. Und spuck so auf den Boden und geh. Gib mir ein Intimidation einmal. Net 20. Siehst, wie sich so ganz langsam die Hose dieser Wache dunkel fährt und... Es tut mir wirklich leid, ich wollte nicht. Sie rennt ohne ihre Waffe. Erzähl all deinen Freunden, dass Kasper ein Arschloch ist. Oh, jawohl, das mache ich sofort. Und sie rennt weinend weg. Ich finde das so geil, die Überlegung, dass so ein prestigischer Staatsdiener rumläuft und sagt, ich bin das größte Arschloch, was du jemals gesehen hast. Ja, und damit gucke ich, dass ich in die nächste Ecke bin, verwandle mich wieder zurück in... Ja, ich glaube, ich gehe mal wieder für Elisar und geht zu euch. Erzählst du das direkt? Nö, ich sag nichts dazu. Ich erzähl euch gar nichts davon. So. Aber das mit Olaf hast du uns ja schon. Das mit Olaf habe ich euch alles erzählt. Dann lasst uns aufbrechen. Du wartet schon etwas außerhalb also das der Ding Stadt. Ist, ich bin Wolltet mir, ihr jetzt wieder hier noch 10 Stunden bleiben? Ich bin mir relativ sicher, dass die Prestigia, dass euer Vater die Geheimbotschaft authentisch geschrieben hat. Ich bewege mich schon mal zum Stadttor. Und dass der, ich lauf dir hinterher, ja. Also ich glaube, ich will ja nicht da bleiben. Und ich bin mir relativ sicher, dass wenn wir jetzt nach Prestigien gehen, dass da eine Menge an prestigischen Soldaten auf uns warten werden. Oder zumindest uns erwarten werden, weil sie eben diesen Brief extra dir zugestellt haben und Olaf ja offensichtlich weiß, dass du Klunkerwald bist und dass du nicht tot bist. Was ich aber sage ist, hauen wir den ordentlich auf die Fresse. Leg die prestigische Stadtwache. Ja. Die prestigische Fackwache. Und ich möchte quasi... damit einwilligen, dass wir quasi nach Queen-Jewel Stadt gehen und dann. Queen-Jewel! Ja, wenn wir vor der Stadt angekommen, also bei Inu angekommen sind. Also ihr möchtet auch direkt aufbrechen. Ja. Ja, ich habe alles wichtig. Also ich habe den Brief abgegeben. Ich habe kein Business mehr, was ich machen muss. Okay. Wir können noch vom beiden. Oh mein Gott. Was? Wollen wir vielleicht vorher noch ganz kurz nachfragen gehen? Wegen diesem Unterwegsauftrag-Ding, was wir als Deal gemacht haben? Oh, ja, wir gehen wieder rein. wir sagen, wir haben drinnen was vergessen, was Flunkerwald-Dinge. Ja, rein mit euch. Das war so auch 10 Meter nach dem Ausgang, wo wir wieder umgekehrt. Kommen wir auf dem Weg zu dem Puppenhaus nochmal irgendwie an Sebastians Laden vorbei? Ihr kommt an fast allem vorbei, weil ihr das Stadttor in eine andere Richtung rausgeht, als ihr... Okay. Sieht es so aus, als ob der seinen Deal schon... angefangen hat einzuhalten. Es scheint gerade noch alles abgesperrt zu sein und oben, wo alles verbrannt ist, ist auch noch so ein seidenes Band, wo so Stadtwache draufsteht. Ja. Und nicht seidenes Band, so eher ein baumwollenes Band. Das ist richtig edel. Seide ist ein bisschen ja, okay. Teuer. Okay, also es wurde noch nicht der Deal eingelöst, dass sie da... Nee, also wahrscheinlich passiert das erst in ein paar Tagen. Pia? Ja, ihr kommt in Pias prächtige Puppenstube rein, die heute einmal
ganz normal geöffnet hat. Und ihr seht auch, dass sie gerade dabei ist, ein paar Kinder zu bespaßen. Also hier sind so 4, 5, 6 Kinder, die offensichtlich auch aus der Freiheitssiedlung stammen drin. Also das bedeutet, sie sehen sehr ärmlich aus, haben ziemliche Fetzen an, die überall auch Flicken haben. Und ja, sie verteilt Puppen an diese Kinder. Und for free. Ihr seht den Vater dieser Kinder und meinte, aber das kann ich mir unmöglich leisten. Und Pia sagt, mein Job ist einfach nur ein Lächeln in die Welt zu bringen. Und ja, sie gibt jedem dieser Kinder eine Puppe, erblickt euch und sagt, oh, ich habe noch andere Kunden, wenn ihr so gut wärt und mir den Laden überlassen würdet. Und dieser Mann geht mit diesen 6 Kindern. Das Vater mit 6 Kindern, die alle, okay, komm. Ich, wenn er mir entgegenkommt, rempel ich den so beabsichtigt an, wenn es, oh, Verzeihung. Und währenddessen lasse ich ihm 5 Gold in die Tasche rutschen. Okay, gib mir ein Sleight of Hand, ob er irgendwas merkt. Es ist eine, Mann, ich sag es jedes Mal, da Fingerfertigkeit zu sein. Es ist eine 18. Ja, es reicht mir vollkommen. Also er bemerkt davon nichts und verabschiedet sich noch. Nee, ich denke, du bist schon, wenn du nicht eine passive Wahrnehmung von 18 hast, dann nicht. 15 noch. Ja. Pia, können wir jetzt unserem gemeinsamen Freund? Wir werden erwartet. Nein, werdet ihr nicht, aber er hat einen Brief für euch hier gelassen. Heute ist die Session der Briefe nämlich. Deswegen ich gucke aus mit anderen. Und wer will den haben, du? Oder? Ich mach schon. Hätte ihn sonst Arwen gegeben als. Ich kann lesen. Ja, ich weiß. Ich wollte ja nur fragen. Ich gucke mich um, ist irgendwer anders zu sehen? Nee, sie hat den Laden auch hinter euch einmal abgeschlossen. Kann ich euch irgendwas zu trinken bringen? Ein Wasser. Ein Wein. Wein jetzt schon um die Uhrzeit. Och, natürlich. Brandy. Wasser, Wein und ein Bier. Alles klar. Sie geht nachher. Meine lieben Geschäftspartner, ich möchte euch zu diesem wunderbaren Arrangement beglückwünschen. Ich schaffe es heute leider nicht, euch persönlich zu empfangen. Daher habe ich euch diesen Brief bei der guten Pia hinterlassen. Da ihr zweifellos etwas Rücksichtsloses und überaus Gefährliches zu tun gedenkt, habe ich mich entschlossen, mir eure Verzweiflung zunutze zu machen und euch um einen Gefallen zu bitten. Es dürfte euch sogar nicht mal wirklich einen Umweg kosten. Ich höre immer wieder, dass in prestigischen Hochsicherheitskomplexen merkwürdige Dinge vor sich gehen. Ich rede von Experimenten an geringen Humanoiden, wahrscheinlich. Mhm. Ja, schlampige Rechtschreibung. Waffentests und dergleichen. Es ist leider so gut wie unmöglich, Spione einzuschleusen, da die Prestiger einen gewissen Einfluss auf ihre Untergebenen haben, wahrscheinlich nicht mit Geld zu brechen ist. Ja, vielleicht ist er schon betrunken gewesen. Ja. Hat ihn eigentlich wortgewandter im Kopf. Ich möchte wissen, was die Prestiger in der Ehrenwarte aufbewahren, wie gefährlich es ist und wie man es bekämpfen kann. Ich bin mir darüber klar, dass ich euch nach der Katze im Sack suchen lasse, aber bringt mir einfach alles, was euch an Aufzeichnungen, Büchern, Fiolen und sonstigem Krimskrams in die Hände gerät und so aussieht, als könnte es unser Geschäft vermiesen. Wenn ihr diesen Auftrag meistert, werde ich euch die Armbänder abnehmen und wir vergessen die ganze Sache von letztens. M. PS, Osbert, seid so gut und richtet eurer Frau meine wärmsten Grüße aus. Woher zum dieser verdammten Ratten? Na dann, lasst uns Mordred nicht enttäuschen und losgehen. Pia, wir sind raus. Eine Frage noch. Könntet ihr uns irgendwie sowas wie einen... Hier ist noch euer Wein. Dankeschön, das ist sehr lieb. Ja, stimmt, da war ja was. Selber hat eine Tasse, wo ein kleines Bärchen drauf ist und scheint etwas Heißes zu trinken. Die nächste Flasche komplett. Mhm. Könntet ihr uns irgendwie sowas wie einen Bag of Holding ausleihen oder so? Weil, wenn wir da Informationen... Die Dinger sind wahnsinnig teuer und ich habe nur einen. Es ist für ihn. Er möchte so viel haben, wie wir an Informationen mitbringen können. Und wenn er Bücher und Aufzeichnungen haben will, die können wir uns nicht einfach so in Rucksäcke tun. Deswegen wäre das schon schlau, wenn wir... Ich denke, er wird sich freuen, wenn wir mehr mitbringen können aufgrund des Bag of Holdings. Und ihr seid euch sicher, dass ihr lebend wiederkommt und meinen Sack wiederbringen werdet? Ja. Mein Persuasion. Im Zweifelsfall bin ich ja eine kleine Maus. Ich habe eine 17 jetzt schon gewürfelt und habe on top of that noch
Überzeugung plus 2, okay, das ist gar nicht so viel. 19. Mhm. Sie seufzt und sagt, ich brauche dafür aber einen Pfand. Woran denkt ihr? An Gold, irgendwas anderes Wertvolles. Ich greife so in meine Tasche. Wie wär's mit dieser Flasche? Sehr teurem Wein. Ich trinke nicht. Aber ist sehr wertvoll. Bin nicht überzeugt von Wein. Ich kenne mich damit nicht aus. Das könnte der letzte Punsch sein und ich würde es nicht bemerken. Okay, wie wär's mit 10 Gold? Wisst ihr eigentlich, was so ein... Ich zücke den Zwergenfolianten ohne die Urkunde, die habe ich heraussortiert, den ich mir aus den Minen mitgehen lassen habe, und sage, hier, das sind sehr wertvolle antike Aufzeichnungen. Habe ich euer Wort, dass ihr das gut versteckt haltet und niemanden in die Hände gibt? Ja, natürlich. Das sieht sehr interessant aus. Ich interessiere mich sehr für Geschichte. Ihr dürft selber lesen, aber... Das hatte ich sowieso teilt vor. Teilt es mit ihm. Man kann es euch nicht verübeln. Nun gut. Bringe das eben in Sicherheit und bringe euch den Sack mit. Danke. Sie geht eben kurz weg, kommt nach wenigen Augenblicken wieder und ja, sie bietet dir einen Sack da, der aussieht wie ein ganz normaler Sack. Ich nehme ihn in die Hand, nehme mir ein Kupferstück und lasse es da reinfallen. Du hörst nichts. Ich Du merkst es nicht mal, dass dieser Sack überhaupt schwieriger wird durch dieses eine Kupferstück. Ich greife da drüber, denke an ein Kupferstück und es ist in deiner Hand. Hab Dank. Und ich befestige ihn sehr gut und fest in meinem Gürtel. Na gut. Dann würde ich mal sagen, kommt lebend wieder oder so. Oder so. Oder so. Und wir gehen raus. Oder so. Und bei der Stadtwache, moin. Wir gehen jetzt wirklich. Ja, es ist ein freies Land. Ja. Ja, ist es. Ist es, ja. Ja, wollte ich nur sagen. Wieso? Hä? Was ja, soll das bedeuten? Denk mal drüber nach. Ist ein freies Land? Hä? Die Wache steht verdutzt da und weiß nicht so recht, wie sie damit umgehen kann. Dreh mich nochmal kurz um. Lauf weiter. Und so begebt ihr euch nach Quijul. Sorry, nach Quijul, was etwa eine Tagesreise von hier entfernt ist. Und dort wir machen wir auf einen Cut. Merkt ihr das für gleich? Wir sind beide auf Pferden unterwegs, ne? Beide auf Pferden. Ich bin auf dem Pferd auch unterwegs. Ich habe nie gesagt, dass ich ein Pferd sein möchte. Hat er nicht. Hat er nicht. Did you just assume my tier form? Du willst vorreiten. Nee, ich kann eine mal wieder mitnehmen. Der andere kann mit dem der andere, der ist halt einen Tag später da, oder? Wir klären das gleich. Wir klären das gleich. Vielen Dank fürs Einschalten YouTube. Ihr anderen bleibt noch dran. Es geht nämlich gleich weiter. Und dann sehen wir uns. Bis gleich nach dieser kurzen bzw. einwöchigen Unterbrechung. Ha! Ciao! Schön, dass ihr bis hierhin mitgekommen seid, Abenteurer. Hier gibt es noch weitere Reisen von unserer Heldentruppe. Unbedingt anschauen und abonnieren solltet ihr so oder so. Ich muss jetzt wieder in die Schlacht ziehen, denn es gibt noch einige Goblins zu schlechten.